Übrigens, was mir vorhin passiert ist. Schaut mal. Hallo, hallo, guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Bei mir ist es früh am Morgen. Draußen ist es ganz grau und richtig schmuddelig. Und ich habe mir deshalb überlegt, heute Mittag was ganz Besonderes mit meinen Mäusen zu machen. Ich habe dafür gerade schon eingekauft. Schaut mal. So sieht es aus. Jetzt denkt ihr euch, ja, was macht sie denn damit? Das erzähle ich euch natürlich im Laufe des Videos. Ich nehme euch eine Runde mit. Ich habe mir überlegt, dass es eine ganz coole Inspiration für euch sein kann, um was es heute in diesem Video geht. Denn es ist eben speziell für Kinder und meine Kinder lieben es. Und deshalb habe ich diese Kooperation auch angenommen und zugesagt, weil ich denke, dass das mit Sicherheit auch was für euch sein könnte. Und zwar geht es um den Kids Choice Award. Genau, von Nickelodeon. Und wir fiebern schon die ganze Zeit voll mit. Also wir sind voll mit dabei. Und das Event aus Los Angeles, das wird ausgestrahlt am 25.03. Und das wird so was Cooles und so Besonderes. Und deshalb machen wir ja auch ein bisschen was dazu mit grünem Schleim und so. Also darum geht's ja, ne, um diese Slime-Geschichte. Schleim an sich machen wir nicht, wir machen was anderes. Seid da mal gespannt. Vielleicht wollt ihr das ja auch mal mit euren Mäusen machen. Ich finde den Kids Choice Award deshalb so spannend und so gut und unterstützt das, weil es halt um die Stimme der Kinder geht. Ne? Also da zählt wirklich nur die Stimme der Kinder. Und Nickelodeon bietet quasi den Kindern eine Bühne, damit sie sich halt austoben können, präsentieren können und verwirklichen können. Und das finde ich halt was richtig Cooles, dass da jetzt nicht unbedingt eine Erwachsenen-Jury da mit dabei sitzt und da den Finger erhebt und sagt, nee, das hast du falsch gemacht und so. Weil die Kinderaugen sehen das ja dann doch meist nochmal anders. Ne? Und deshalb finde ich das eben so, so spannend. Und übrigens, da hinten, falls ihr es jetzt gerade schon im Hintergrund gesehen habt, es ist immer noch eine Never-Ending-Story in unserem Kühlschrank. Also bitte nicht wundern, falls euch das jetzt aufgefallen ist, beziehungsweise falls ihr den im Hintergrund seht. Genau, also so viel dazu. Zu Nickelodeon ist noch dazu zu sagen, dass es mit Sicherheit jeder kennt, natürlich. Also ganz klar, wer Kinder hat, ne, kann ich euch aber trotzdem nochmal unten in der Infobox verlinken. Ich selbst habe auch nochmal nachgeschaut. Meine Kinder lieben ja SpongeBob. Da gab es dann so ein Spiel, da muss der SpongeBob die ganze Zeit hüpfen und so eine Sonnenbrille fangen und aufpassen, dass er nicht in den Kaktus fällt und so. Das habe ich dann gemacht. Ich habe mich ein bisschen wie der letzte Mensch angestellt, haben sich meine Kinder kaputt gelacht. Auf jeden Fall gibt es auf der Seite eben ganz viel. Und mit John Cena gibt es ganz, ganz viel zu sehen. Und dann haben die da ihre Slime-Party. Ne? Und als Mutter denkst du dir nur so, oh mein Gott, wer soll diese Sauerei wegmachen? Ne? Aber meine Kinder haben sich total kaputt gelacht, als sie diesen Clip gesehen haben. Und ja, vielleicht, wie gesagt, ist es auch was für euch oder für eure Kinder. Naja, ich mache jetzt mal meinen Haushalt. Und dann hole ich euch nochmal dazu. Und dann seht ihr, wie wir uns eben auf die Kids Choice Awards vorbereiten. Viel Spaß bei dem Video. Und zwar geht es ja bei den Kids Choice Awards ganz viel um Slime und um grüne Dinge, habe ich euch ja schon gesagt. Ich möchte aber auch was Gesundes machen, unter anderem. Es wird auch noch was ein bisschen mit viel Zucker geben, aber das seht ihr gleich. Jedenfalls brauche ich für meinen Obstteller natürlich viel Grünes, aber das wird ein bisschen schwierig. Deshalb habe ich jetzt einfach nur Trauben und eine Birne. Und wir zaubern aber keinen gewöhnlichen Obstteller. Nein, wir zaubern jetzt ein Tier hierher. Also ich hoffe, dass das klappt. Hier ist der Lassie. Also ich habe verschiedene Obstsorten jetzt hier. Und jetzt starten wir mal mit unserem Tier, was jetzt hier hoffentlich gleich entsteht. Und fertig ist unser Pfau. Das erste ist schon mal fertig. Das können wir jetzt schon mal rüber ins Wohnzimmer bringen. Für heute Abend. Damit wir dann richtig schön chillen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir noch was Leckeres. Das sieht voll süß aus, oder? So, da steht das erste schon mal bereit. Ich wollte euch übrigens noch sagen, dass am 6.4. eine richtig, richtig fette und große Party gefeiert wird im Europapark in Rust. Die Ausstrahlung ist dann am 8.4. und ich bin schon total gespannt. Wir waren ja auch schon im Europapark. Dazu habe ich euch auch mitgenommen. Meine Kinder hatten so unglaublich viel Spaß dort. Ich war die meiste Zeit unten gestanden und habe zugeschaut. Ich, ja, also mir wird es etwas schlecht, wenn ich auf einer Achterbahn bin. Deswegen lasse ich es lieber.
Aber so wie es halt immer für Kinder ist, ne, die haben da Spaß. Und ich bin auch schon echt voll gespannt auf die Party. Werde ich euch dann aber auch nochmal mitnehmen auf Snapchat bzw. Instagram und euch darüber berichten. Der Lassie hat gerade schon Hausaufgaben gemacht und jetzt gibt es was besonders Leckeres. Ne? Das liebt der Lassie. Da gibt es dann einen Zuckerschock, ne Lassie? Lassie ist schon fleißig mit dabei. Und ja, schaut mal, so sieht das aus, wenn der Lissandro backt. Ja, und deshalb, nachdem es jetzt hier gleich so viel Zucker geben wird, habe ich eben auch noch die gesunde Variante gemacht für heute Abend. Also weiter geht's. Jetzt kommt die grüne Farbe zum Einsatz. So, die Muffins sind jetzt im Ofen. Wir machen jetzt weiter und ich bin so froh, dass wir das heute machen, denn schaut euch mal bitte dieses Wetter an. Freue ich mich immer, wenn wir dann hier kreativ sein können, vor allen Dingen in der Küche. Ihr wisst, wie sehr ich es liebe, in der Küche zu stehen. Wir machen zwar heute nicht so wirklich gesunde Sachen, ne? Aber wir freuen uns schon auf heute Abend, wenn wir das dann alles schlemmen können. Wir haben jetzt hier noch Götterspeise. Das packen wir jetzt hier auf den Teller. Und dann habe ich noch so Haribo mitgenommen. Die kommen jetzt hier rein. Und der Lassie hilft mir jetzt bei der Götterspeise. Jawohl. Keine Ahnung, wie das geht. Okay, es geht nicht. Das erste Mal, dass wir diese Götterspeise kaufen. Und es will nicht. Warte mal, ich hole mal ein Messer. Okay, ein Satz mit X, das war wohl nichts. Irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Ich dachte, man kann das so komplett dann im Ganzen auf den Teller bekommen. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie das geht. Und das sieht jetzt gar nicht schön aus. Und wir machen das jetzt so, sollen wir die Frösche hier noch dazu tun auf den Teller, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. So, die Muffins sind fertig. Tada! Gucken wir mal rein. Ah, ich bin gespannt. Oh, das riecht schon mal sehr gut. So, die Muffins, die kühlen jetzt gerade ab. Bevor ich das Topping drauf mache, das Grüne, muss ich natürlich erst noch warten. Ich gehe schon mal ins Wohnzimmer und bereite weiter noch ein bisschen was vor. Der Lissandro räumt noch seine Schulsachen weg und ich mache hier mal die Jalousien hoch. Dann wird es auch gleich ein Ticken heller hier. Ich wollte mich übrigens auch noch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für eure Genesungswünsche. Ihr habt es ja mitbekommen, der Gianluca hatte einen schweren Fahrradunfall. Ich habe das gar nicht so thematisiert im letzten Video. Ich habe das eben nur ganz kurz angemerkt. Also es kam weder ins Thumbnail noch in den Titel. Aber ganz, ganz viele haben eben geschrieben, haben sich nach dem Gianluca erkundigt, was ich richtig schön fand. Und ja, nochmal herzlichen Dank dafür. Dem Luki geht es wieder besser. Ihr habt ihn ja vorhin gesehen. Und die Bella seht ihr hier auch gerade. Ne, Bella, du willst auch wieder mit ins Video, ne? Ja, genau. Genau. Ja, dafür wollte ich mich aber, wie gesagt, nochmal ganz herzlich bei euch bedanken und die Zeit kurz nutzen. Ich werde jetzt gleich kochen für uns und es wird wieder was ganz, ganz Leckeres aus der HelloFresh-Box geben. Habe ich euch ja auch schon drüber berichtet und euch gesagt, wie toll ich die HelloFresh-Box finde. Ja, Bella, was ist denn los? Brauchst ganz viel Aufmerksamkeit gerade, ne? Ja, genau. Ja, und wie gesagt, ich koche da eben super gerne mit. Ich bin ganz, ganz froh, wenn sie hier ankommt und ich eben diese Arbeit mit dem ganzen Einkaufen nicht habe. Ja, denkt dran, ich habe da auch noch den Rabattcode für euch. HF Rosella 30 nennt er sich. Da könnt ihr eben 30 Euro sparen. Und ja, wollte ich nur noch mal ganz, ganz kurz anmerken. Wie gesagt, ich habe es euch ja schon oft erzählt, dass ich mir die auch selbst bestelle und die trotzdem toll finde, ne? Also gut, dann geht es jetzt mal weiter in die Küche. Erstmal Hände waschen natürlich. Und dann geht es ja, mit dem Kids Choice Award weiter. Ich bin echt so gespannt. Ich bin so gespannt, wie das wird. Meine Kinder feiern das voll. Und ich muss zugeben, dass ich es auch super gerne schaue. Applaudieren an sich. Ja, das kenne ich halt noch so von meiner Schwester, als sie klein war. Und jetzt ruft gerade mein Mann an und telefoniert mit dem Lassie. Alles gut, Lassie. Genau. Und deshalb mag ich super gerne und wollte euch eben auch darüber berichten. Also gut, jetzt Hände waschen und dann kochen. Nehme ich euch mit, weil es euch ja immer interessiert, ne, was ich so koche. Heute gibt es Risotto. Hier ist die Verpackung. Habe ich schon aufgemacht und habe es jetzt eben rein. Duftet so gut. Ich habe die Zwiebeln leicht angedünstet, habe da noch Knoblauch rein. Hier ist noch ein bisschen von der Karotte, weil ich die gerade geraspelt habe. Und dann ist dieses Ende hier quasi übrig geblieben. Und für den Geschmack habe ich das jetzt einfach mal hier so mit rein. Finde ich nicht schlimm. Jetzt muss ich die ganze Zeit rühren, bis das Öl so aufgesogen hat. Genau, falls es jetzt gerade deutsch war. Und jetzt kommt noch die geraspelte Karotte dazu.
So, mein Risotto köchelt munter vor sich hin. Man muss natürlich immer wieder rühren. Ich weiß, dass viele Risotto gar nicht so gerne machen, aber es ist wirklich gar nicht so schwer. Man muss natürlich immer wieder Brühe nachfüllen, damit das Ganze nicht anbrennt. Man muss auch öfters mal rühren, aber ansonsten ist es wirklich super einfach und man wird ja dann belohnt, weil es so lecker schmeckt. Jetzt habe ich noch die Kirschtomaten dazu. Verrühre das Ganze nochmal und dann kommt der Parmesan noch drauf. Lecker. Also so schade, dass ihr das nicht riechen könnt, wie gut es hier duftet. Sorry. Und zu guter Letzt kommt, wie gesagt, der Parmesan dazu. Der wird jetzt so untergemengt. Und dann müssen wir das Ganze natürlich noch abschmecken mit Salz und Pfeffer. Und so sieht es jetzt aus, unser Mittagessen. Lecker. Ich habe jetzt gerade noch Mozzarella drauf. Eigentlich sollte ich Basilikum klein schneiden in Streifen, aber ich hatte nur Blattpetersilie, was jetzt nicht so schlimm ist, aber natürlich passt Basilikum besser. Zu Mozzarella hatte ich, jetzt zeige ich euch das Original, so sieht's aus auf der Rezeptkarte und so sieht meins aus. Ja, und ich finde, das kommt dem Ganzen schon sehr nah. Jawohl, also wir lassen es uns jetzt schmecken. Und zwei meiner Kinder essen kein Risotto, deshalb bekommen sie Fleisch und zwar sind es hauchdünne Scheiben vom Rind, also von der Hüfte. Der Metzger muss wirklich darauf achten, dass das ganz, ganz dünn geschnitten wird und dann brät man das ganz kurz links und rechts an, so sagt man das auf Italienisch, also ganz kurz halt. Ich kann es gar nicht auf Deutsch übersetzen, richtig. Ich erhitze jetzt mal mein Teppanyaki und brate das, wie gesagt, ganz kurz an. Dann kommt noch ein bisschen Olivenöl drauf, Salz, Pfeffer, am besten Rucola noch und Parmesan, aber auch Rucola möchten sie nicht und deshalb ja, lassen sie sich's dann so schmecken. Also so dünn muss die Scheibe geschnitten sein. Am besten sogar noch ein Ticken dünner. Ja, das wird schwierig, weil dann wird es schon fast Carpaccio. Una voltata e una girata, heißt auf Italienisch. Und jetzt kommt das Ganze hier auf den Teller. Parmesan drüber. Ich habe leider die andere Käsereibe in der Spülmaschine. Deshalb muss ich jetzt die nehmen. Und jetzt reibe ich mit Gianluca noch schnell Käse drüber. Das muss ganz schnell gehen, weil das Fleisch muss man warm essen. Wenn es kalt ist, dann schmeckt es grausam. Einfach von außen an. Genau, super, machst du das. Und dann nach innen, genau. Super. So, jetzt sind wir alle total voll gefuttert. Wisst ihr übrigens, was mir vorhin passiert ist? Schaut mal. Bei Edeka. Ich habe noch Milch gebraucht, beziehungsweise Butter. Für die Muffins. Und dann stehe ich da so und dann reißt mir die Hose. Bella, was ist denn los? Ist da die Katze? Bella? Ah, da ist scheinbar die Katze. Da haben wir schon alles bereit. Bella, was ist denn los? Oh, ist da die Katze, Bella? Hm? Irgendwas ist da. Der Max hatte unten übrigens so Planen an sein Gartenstück. Ich habe keine Ahnung, was er da vorhat. Bella, was ist denn? Wer ist denn da drüben? Ha? Was hast du denn entdeckt? Was hast du denn entdeckt? Hm? Also gut, wir machen es uns jetzt bequem. Der Lassie bereitet den Fernseher vor. Und dann wird Nickelodeon geschaut. Yay! Oben das oberste Lassie, Schatz. Oh ja. Klick mal drauf. Genau. Super. Oh, ich freue mich schon voll. Auf die Muffins hier. Hm, Zuckerschock des Grauens, würde ich sagen. Da ist er, der John Cena. Das ist so lustig. Also gut, wir lassen es uns jetzt schmecken. Okay. Also gut, die Schöne und das Biest ist hier auch als Favorite quasi. John Cena lacht sich gerade kaputt. Denkt dran. Am 25.03. ist die Ausstrahlung eben um 19 Uhr auf Nickelodeon. Und Link dazu unten in der Infobox, da könnt ihr gerne mal nachschauen. Keine Sorge, da verdiene ich kein Geld, wenn ihr da auf den Link geht. Und wir verabschieden uns jetzt. Der Lassie lässt sich schon schmecken und der Lucky sitzt auch da drüben. Und ja, ich hoffe, dass das eine kleine Inspiration für euch war, dieses Video. Und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Los geht's, Lassie, mach auf Play. Wie soll ich das jetzt essen? Moment.